Was gibt es Neues aus der weltweiten Quavitracks-Community? Wir waren für euch im Internet unterwegs und haben die beliebtesten Social-Media-Kanäle durchforstet und sind auf allerhand verrückte Ideen für eure Kugelbahn gestoßen. Hier kommen unsere 5 Fundstücke des Monats. Die Reihenfolge ist keine Bewertung von uns, sondern einfach eine Aufzählung. Den Start unserer monatlichen Clipshow macht dieses Mal ein mega aufwendiges Stop-Motion-Video aus dem Kanal Held der Murmelbahn. Innerhalb von 90 Sekunden entsteht im Zeitraffer eine richtig tolle Bahn aus vielen unterschiedlichen Actionsteinen. Bei 1 Minute und 51 Sekunden geht es mit dem Kaskadensturm los. Insgesamt bringen 21 Kaskaden die Kugeln schnellstmöglich nach oben, wo schon 3 Vulkane auf ihren Einsatz warten. Die freigelassenen roten Kugeln droppen aufs Trampolin und dann weiter in den Colors-Warp, der dann mehrere Kugeln ins Ziel bringt. Schön zu sehen, auch nochmal in der Slow Motion. Richtig coole Bahnidee, für die wir uns herzlich bedanken möchten. Hüpfen wir weiter zum nächsten Kanal von BB Quavitracks und genießen die wunderschöne Mandala-Kugelmalerei. Die 6 blauen Kugeln rollen smooth durch die symmetrischen Streckenverläufe. Fast zeitgleich kommen alle Kugeln durch die Spiralen bei der Helix an. Von da geht es nochmal über Trampoline in kleinere Spiralen und dann ins Ziel. Auch das zweite Mandala ist nicht weniger satisfying. Durch die offene Bauweise erleben wir die symmetrische Bahn in ganzer Pracht. Über den Balsen Spinner geht es hier zuerst über lange Schienen zu den Spiralen und dann weiter über Trampoline. Aus der Vogelperspektive lassen sich diese Mandala-Kugelbahnen besonders gut feiern. Definitiv immer wieder ein Highlight, wofür wir Danke sagen. Wer hat Lust auf eine Runde Quavitracks Tischkicker? Im Video von MyQuavitracks entstand eine mega nice Bahn mit unglaublich vielen coolen Tricks und Actionstein-Kombinationen. Wie hier ab 19 Sekunden. Über einen Fadentrick geht's zuerst durch Tunnel und Loopings. Die Seilbahnstange löst dann eine neue Kugel aus. Ein ähnliches Bild zeigt sich auch ab 1 Minute und 36 Sekunden. Hier sorgen 4 hintereinander platzierte Gausskanonen für ausreichend Schwung. So fliegt die Kugel über den Tischkicker hinaus und landet treffsicher auf dem neuen Streckenabschnitt. Der Power Starter gibt bei 2 Minuten und 11 Sekunden eine neue Kugel frei. Und auch diese Strecke entlang der Bande ist sehr trick- und actionreich. Richtig aufwendig war sicher auch der imposante Trickshot zum Abschluss ab 2 Minuten und 55 Sekunden. Wie oft das wohl getestet wurde? Vielen Dank für diese kreative Tischkicker-Quavitracks-Bahn. Das nächste Video aus dem Kanal Spielzeug Königreich startet direkt mit einer krassen Trampolinabfahrt. In einer Slow Motion werden uns Sprünge über 9 Trampoline gezeigt. Wir lieben solche Bilder. Richtig schön anzusehen ist das Up-and-Down-Spiel ab 36 Sekunden. Mit mehreren Schienentricks geht es für die Kugeln zunächst die Mauer hoch, bevor sie über verschiedene Actionsteine wieder nach unten droppen. Hier sehen wir ab 1 Minute eine super schöne, abwechslungsreiche Strecke. Die vielen gut platzierten Actionsteine und weitere Trickshots machen den Streckenverlauf mega attraktiv. Hier kleben wir förmlich am Bildschirm. Ganz großes Danke dafür! Zum Abschluss unserer Clipshow rollen wir nochmal fett auf. Oder besser gesagt macht das Quavitracks Rocker mit seiner riesigen Powerbahn. Hier warten viele coole Actionstein-Kombinationen auf euch. Starten wir ab 27 Sekunden. Vom Powerstarter öffnet die Kugel mit einem 6er Transferrausch gebührend die Strecke. Danach folgt ein tolles Highlight aus mehreren schrägen Trampolinen, das wir uns gerne ab 56 Sekunden nochmal in der Slow-Mo anschauen. Ab 1 Minute und 5 Sekunden wird uns ein absolut abgefahrenes Konstrukt aus Lever, Flextube und dem Turntable gezeigt. Immer wieder durchspielt die Kugel diesen Actionstein-Block. Richtig nice. Wie man auf schnellstem Wege die Pro-Wand wieder nach oben kommt, sehen wir direkt im Anschluss und finden auch das mega gut. Ab 2 Minuten und 12 Sekunden sehen wir nochmal einen Block aus 3 Kaskaden und einem Mixer. Toll, wie die Kugel hier mehrfach den Actionstein durchspielt. Eine mega kreative und abwechslungsreiche Bahn, über die wir uns riesig gefreut haben. Vielen Dank! Alle 5 Clips dieses Monats haben auf besondere Art gezeigt, was man alles mit Quavitracks machen kann und dass der Kreativität keine Grenzen gesetzt sind. Wir sagen Danke!
und freuen uns schon auf den nächsten Monat mit vielen tollen Clips aus der Quavitracks Community. Wenn ihr auch aktive Quavitraxer seid und eure Bahnen zeigen wollt, dann schreibt den Link zu eurem Video gerne in die Kommentare. Wir schauen dann sicher mal vorbei.